mit seinen Untertanen tun und lassen konnte, Folterung etc. etc. etc., hat es hier den Versuch gegeben, nicht zuletzt auch gegen eben meuchelnde spanische Könige und so weiter, da ein bisschen eine Ordnung, eine Richtlinie reinzubringen. Was die Frage betrifft, ob das heute noch zeitgemäß ist, naja, da habe ich in vielen auch meine Fragen. Ja. Ich glaube nicht, dass man das so ausführlich jetzt auf den Punkt bringen kann. Ich denke, das ist ein generelles Problem bei Religionen, dass sie grundsätzlich nicht demokratisch sind. Also ich meine, wir sprechen jetzt hauptsächlich über die katholische Kirche. Jetzt haben wir gerade über den Staat geredet. Jetzt reden Sie über die... Es ist eine innerkirchliche Diskussion. Ich glaube, es ist eine innerkirchliche Diskussion, die jetzt die meisten Österreicher wenig interessieren würde. Gibt es überhaupt eine Trennung zwischen dem Kirchenstaat und der Führung der katholischen Kirche? Eine wirkliche starke Abgrenzung. Weil der Papst ist ja sozusagen das Oberhaupt der katholischen Kirche, er ist aber gleichzeitig das Oberhaupt des Vatikanstaates. Aber ich glaube wirklich, dass das niemanden interessiert, da gebe ich dem Herrn Bielek recht. Dann, wenn Sie der Meinung sind, das interessiert niemand, dann reden wir doch über die Kirchenprivilegien in Österreich. Da hat sie eben jetzt diese Initiative, das Anti-Kirchenprivilegien-Volksbegehren läuft ja gerade. Und die katholische Kirche hat ja da einige Privilegien. Zum Beispiel eben eine Vielzahl kirchlicher Einrichtungen sind grundsteuerbefreit. Dann gibt es ja diesen Kirchenbeitrag, wo der Staat hilft, den einzuheben, zum Beispiel durch Melderegisterauszüge, die kann die katholische Kirche anfordern im Großen und Ganzen, wer ist Katholik hier in dieser Gemeinde und so weiter. Da wird die Kirche unterstützt. Und natürlich auch noch durch die steuerliche Absetzbarkeit dieses. Das ist ja jetzt wieder von 200 auf 400 Euro angehoben worden in diesem Jahr, also mit Gültigkeit vom nächsten Jahr, wo ja das Geld allen Steuerzahlern ja quasi, also vom Gesamtsteueraufkommen wird ja das dann abgeschöpft, kann man sagen. Also das geht ja dann allen Menschen verloren, obwohl nur ein Teil... Ich würde meinen, das sollte man vielleicht eines nach dem anderen uns anschauen. Was den Kirchenbeitrag betrifft. Den Kirchenbeitrag hebt die katholische Kirche selber ein. Ja, einheben tut sie ihn selber, das stimmt. Also der komplette Aufwand auch dafür ist von der Kirche zu tragen. Sie bekommt Daten, aber nicht nur die katholische Kirche, sondern alle Religionsgemeinden. Natürlich, also diese... Also hier ist auch eine gewisse Gleichheit gegeben und in dem Sinn tut man schon schwer, von Privilegien der katholischen Kirche zu sprechen. Nein, es sind Privilegien, die den allen... Ein zweites, dass es das Institut der Absetzbarkeit von Geldbeträgen, die ich ausgebe, gibt. Das ist in jeder Wirtschaftsfrage so, das ist etwa auch so und findet Gott sei Dank, etwa wenn ich Geld spende für Entwicklungszusammenarbeit, für Unfallopfer, für Blinde. Ja, aber da gibt es eine sehr eingeschränkte Liste, wo... Da gibt es eine eingeschränkte Liste, das ist nicht völlig uferlos, also im Moment, aber das wird auch geändert. Im Moment sind etwa Umweltanliegen nicht dabei, aber sehr wohl etwa Behinderte, Kranke, Krebsförderung und so weiter, die kann man steuerlich absetzen. Ja, aber das ist... Und dann bekommt aber nicht die Institution das Geld, sondern natürlich das Geld bekommt der Steuerzahler, der erspart sich's und wird möglicherweise dadurch motiviert, etwas oder mehr zu bezahlen. Beim Kirchenbeitrag nur als Differenz handelt es sich ja nicht unbedingt um eine freiwillige Spende. Das ist ja, man wird getauft, ein katholisches Kind wird getauft, dann durchläuft es die ganzen Etappen. Ich glaube, das ist Erstkommunion, Firmung und so weiter. Und irgendwann kriegt man dann einen Brief, so wie ich das Moment, mitbekomme. Sie sind aber jetzt schon wieder beim anderen Thema. Jetzt waren wir doch beim Thema der sogenannten Privilegien. Oder? Nein, nur ich gehe auf den Kirchenbeitrag ein. Es bekommt dann den Brief, man bekommt dann irgendwann den Brief und man wird gebeten, das zu zahlen. Ich glaube, es sind 1,1% des Einkommens, werden daher herangezogen. Und also das ist jetzt nicht so etwas wie eine freie Spende, wo man sich freiwillig dafür entscheidet, ich spende das jetzt. Man wird da, also gezwungen stimmt jetzt auch nicht natürlich, aber es ist doch jetzt etwas anderes als eine freiwillige Spende, wo ich heute sage, ich spende jetzt zum Beispiel irgendeine Organisation 500 Euro. Da ist ja schon ein Unterschied. Und das ist ja dann absetzbar. Also es wird da aktiv doch die Religionsgemeinschaft werden aktiv gefördert in Österreich. Ich glaube, das kann man so sagen. Ja. Finden Sie das alle richtig?
Also ich finde es insofern in Ordnung, grundsätzlich in Ordnung, weil das sozusagen auch eine Form von, wenn man will, Abgeltung von Leistungen ist. Ich denke, dass die Kirche auch sehr viel Positives in diesem Land leistet, das den Menschen zugutekommt und nicht primär der Kirche zugutekommt. Also wenn man ist ganz es den Katholiken oder allen Menschen? Allen Menschen. Also wenn ich nur hernehme etwa, dass es hier Geldleistungen des Staates an die Kirche gibt, etwa für die Aufrechterhaltung von Gebäuden. Ob der Stephansdom hier steht, ob Stift Melk steht, ob irgendwelche anderen Kirchen steht, das kommt nicht nur der Kirche zugute. Das kommt dem Würstelstandl ums Eck zugute, dem Kaffeehaus, dem Übernachtungsbetrieb, dem Maler, dem Bildhauer, allen möglichen, die in der Wirtschaft davon leben. Und das finde ich in Ordnung. Sie haben etwa in Frankreich eine völlige Trennung, dort hat der Staat das alles zu leisten. Und wenn Sie nach Frankreich fahren, in jeder Kirche können Sie eine Baustelle sehen. Dort zahlt halt der Staat unmittelbar, weil das auch den Fremdenverkehr fördert. Und wenn das auf diese Weise in Österreich geht, finde ich das durchaus in Ordnung. Noch eine Frage zur Finanzierung. Also die österreichische Bischofskonferenz hat beschlossen, dass jährlich 900.000 Euro an den Vatikan überwiesen werden. Warum? Das müssen Sie die Bischofskonferenz fragen. Können wir ja den mal den Herrn Kappel fragen. In diese Richtung, Herr Kimmel. Die Bischofskonferenz, aber das wird der Beitrag der Wohlhabenden im Vergleich zu afrikanischen und sonstigen Ländern, der wohlhabenden europäischen Kirchen sein, für die Arbeit, die der Vatikan weltweit leistet. Denke ich mir, aber ich kenne jetzt nicht genau die Unterlagen, die Sie haben. Wir haben die Information von kirchenbeitrag.at, das ist laut dem Presse- und Finanzkammer der Erzdiözese Wien. Aber ich weiß jetzt natürlich nicht genau, wohin das. Ich nehme stark an, das ist der Beitrag, den die österreichischen Diözesen, also alle Kirchen, an den Vatikan leisten, dass der seine Arbeit machen kann. Eine Frage also habe ich noch. Ich möchte einen Punkt jetzt sagen zu dem ganzen Privilegien-Ding. Auf das kann man sich nämlich einigen. Da braucht man nicht alles, glaube ich, auffiletieren. Die Kirchen und Religionsgemeinschaften, die gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften, sind offensichtlich dem Staat etwas wert. Das heißt, er sieht sie als Gewinn für die Gesellschaft. Das ist der Grund, warum es all diese verschiedenen Dinge gibt, über die wir elendslang diskutieren können. Das heißt, die Grundfrage ist das, was Kirchen, Religionsgemeinschaften tun, für die Gesellschaft etwas Sinnvolles, Wertvolles, auch Wertschöpfendes? Oder ist es das nicht? Da werden Sie drei sagen, nein, das ist es nicht. Die anderen sagen, das ist es. Momentan ist es so, und ich glaube, das ist recht simpel, dass es die Mehrheit empfindet, dass es so ist. Weil wenn 80% der Österreicher und der politischen Parteien der Meinung wären, dass es nicht so wäre, dann gäbe es wahrscheinlich eine größere und breitere Diskussion über die Fragen, die Sie gerne propagieren. Herr Billiger, jetzt sind Sie da. Danke vielmals. Ihr Wort in Gottes Ohr sozusagen. Schön. Die Sache ist die, dass die Leistung, also was ist die Kirchenerhaltung angeht, ist ein eigenes Thema. Das sind Kunstdenkmäler, die auch erhalten gehören. Zumindest die meisten davon. Wir alle erhalten, müssen wir diskutieren. Aber natürlich ist das für den Tourismus ganz klar eine Einnahmequelle. Das sollte sich der Staat wirklich engagieren, weil es kommt allen zugute. Wir reden hier von anderen Privilegien. Zum Beispiel von Einrichtungen. Von kirchlichen Einrichtungen, kirchliche Spitäler zum Beispiel, ja, die zwar vom Staat bezahlt werden, wo aber die Mitarbeiter im Kirchenrecht unterstellt sind. Ich kann ein Beispiel, sagen? Ich kann ein Beispiel sagen, ich war im Kindergarten. Das ist aber kein Spital, oder? Ist kein Spital, ich war nicht im Spital. Im Spital war ich nicht im kirchlichen Spital, das ist mir erspart geblieben, aber ich war im Kindergarten, im katholischen Kindergarten. Und da gilt das Kirchenrecht für die Angestellten. Das heißt, die Institution wird zu über 90% vom Steuerzahler finanziert, auch von den Atheisten. Die Frage ist, was meinen Sie jetzt, wenn Sie sagen, dort gilt das Kirchenrecht? Für die Angestellten gilt das Kirchenrecht. Aber doch nicht für ihr Angestelltenverhältnis. Doch, sind natürlich. Nach die sind ja nach dem Angestelltengesetz angestellt. Moment, es gilt das Kirchenrecht. Das heißt, ein Unterschied zum normalen Recht. Was heißt, das heißt, es gilt das Kirchenrecht? Das ist nicht wahr oder doch wahr. Was meinen Sie damit konkret? Das Kirchenrecht hat gravierende Unterschiede zum normalen Angestelltenverhältnis. Zum Beispiel, ich sage jetzt das Beispiel von meiner Kindergartentante. Ja. Die wurde fristlos entlassen, weil ihr Privatleben dem Pfarrer nicht gepasst hat. Ja. Also bei normalen Angestelltenverhältnissen wäre das sehr schwer möglich, das zu begründen. Im Kirchenrecht ist das kein Problem. Da gibt es missbräuchliche Fälle, gar keine Frage, die sofort abgestellt gehören. Aber ich sage Ihnen ein anderes Beispiel. Sie können auch nicht beim Gewerkschaftsbund sein und eine andere Meinung in Ihrem Leben
ausdrücken und leben, als der Gewerkschaftsbund vertritt. Denn dann sind sie die Stelle dort nämlich auslos. Eine Meinung, Moment, das ist etwas anderes, eine Meinung zu vertreten. Es geht auch um das reine Privatleben. Auch das reine Privatleben. Und probieren Sie sich in einer katholischen Institution, sich als homosexuell zu outen. Ist ein Entlassungsgrund. Nein. Also Entlassungsgründe, es gibt so den Begriff in der Juristerei eines Tendenzbetriebes. Ja. Und die Kirche ist ein solcher Tendenzbetrieb. Aber es gibt auch andere, die gar nichts mit der Kirche zu tun haben, die auch Tendenzbetriebe sind und von daher die gleichen Rechte haben. Aber hier gilt überall das Angestelltengesetz. Und es ist überhaupt keine Frage, dass es hier auch Rechtsmittel dagegen gibt. Ganz genau. Und die sind einfach wahrzunehmen. Und dass es hier auch von der Kirche unschöne Situationen gibt, möchte ich überhaupt nicht leugnen. Ganz im Gegenteil. Und die gehören sofort abgestellt. An wen kann man sich denn da wenden, wenn man diese Probleme hat? Gibt es eine Anlaufstelle bei der katholischen Kirche? Ja, es gibt einen Betriebsrat, selbstverständlich. Es gibt einen Betriebsrat, ja. Wie in jeder anderen ordentlichen Unternehmen. Ja, in dem Fall dann für die Kindergärtner, Gärtnerinnen. Selbstverständlich. Natürlich, ja. Und es gibt die ordentlichen Arbeitsgeber. Ich denke mir, wenn ihr einen Freidenker-Kindergarten hättet, ja, und ich würde mich wirklich als hochqualifizierter Kindergartenpädagoge bewerben. Und ihr kommt dann drauf, dass ich nebenbei auch noch Priester bin. Ich weiß nicht, ob ihr mich nicht auch kündigen würdet. Also, nein, ich meine damit, das ist das, was mit Tendenzbetrieb gemeint ist. Wenn ich mein Kind in einen katholischen, in einen islamischen, in einen Kindergarten der Kinderfreunde gebe, dann erwarte ich mir was davon. Da sind wir genau bei einem wesentlichen Punkt, nämlich warum gibt es überhaupt solche Betriebe? Erziehung ist Aufgabe des Staates. Na. Ich halte es für grundsätzlich falsch. Also ich denke, wir können da jetzt noch länger darüber diskutieren. Ich habe gedacht, dafür sind wir ja nicht hier. Ja, natürlich. aber wir hätten da noch einen Beitrag vorbereitet. Und zwar eben, es gibt ja die Organisation, also das Antikirchenprivilegien-Volksbegehren, und die haben wir zufällig in Wien getroffen und auch einen kleinen Beitrag über dieses Volksbegehren verfasst. Bitte schön. Ich bin Mitinitiator des Volksbegehrens gegen die Kirchenprivilegien, aber auch Obmann der Plattform Betroffen von kirchlicher Gewalt. Und mit diesem Volksbegehren bezwecken wir im Prinzip drei Dinge. Erstens eine Bewusstmachung in der Bevölkerung über die gigantischen finanziellen Zuwendungen an die Kirchen, im Speziellen an die katholischen Kirche. Zweitens auf den Einfluss, den die Kirche vom Religionsunterricht angefangen als, ich würde sagen, Werbeinstrument in der Gesellschaft zur Verfügung hat und wo der Staat selbst auch der Zahler ist, und drittens auf die Art und Weise, wie der Staat es zulässt, dass Schändungen von Kindern und sexuelle Gewalt in der Kirche von der Kirche selbst aufgearbeitet werden, ohne dass die Gerichte hier aufgrund des Argumentes der Verjährung Platz greifen. Viele Sachen, die dann für einen normalen Staatsbürger nicht möglich sind, hat die Kirche. Mich stört unheimlich das Konkordat, mich stören die Kirchenbeiträge, mich stört es, dass der Staat, so zum Beispiel der katholischen Kirche, meine Privatdaten weitergibt etc. Das stört mich. Mich stört aber auch als Missbrauch, also als Opfer, als Betroffener von kirchlicher Gewalt, stört es mich auch, wie die Kirche mit uns Opfern umgeht oder eigentlich nicht umgeht, sondern uns eigentlich für einen Narren hält. Die einzige Partei, wo wir stark merken, hier ist Verständnis vorhanden, sind die Grünen. Und ich bin ihnen dafür wirklich dankbar. Ich habe eine persönliche Geschichte mit der Kirchenbeitragsstelle, die mich sehr lange Kampf gekostet hat. Ich glaube einfach, dass das nicht gut ist. Ich glaube nicht, dass es gesund ist, und ich glaube, dass es gegen die Rechtsstaatlichkeit ist. Das Ansehen der Kirche ist das wesentlichste Instrument, mit dem die Kirche agiert. Und dem Ansehen der Kirche zu schaden, ist etwas, wo ich mir sage, hier gehört gearbeitet. Um dieses Ansehen nicht zu verlieren, macht sie die größten Verbrechen. Und mich interessiert eigentlich, warum kein Staat im Staat der Titel ist.
weil eigentlich der Staat mit der Kirche im verfassungsrechtlichen Sinne geregelt ist. Die verfassungsmäßig garantierte Trennung von Kirche und Staat ist einfach nicht eingehalten. Theoretisch habe ich die Hoffnung,